Spinelli und Ersam AG, Ihr Autohaus mit Stil. Am 17. April ist Zürich wieder parat für ein Doppelspiel. Das heisst, nach dem Spiel der ersten Mannschaft gegen Aarau wartet nachher die FCZ Frauen. Und die spielen gegen den FC Thun. Ich muss auch jetzt sagen, die Frauen haben viel, viel Fortschritte gemacht und wir haben sehr, sehr schöne Spiele von Frauen gesehen. Von kämpferisch her oder taktisch her, die sind gut und die brauchen wirklich Unterstützung und ich finde gut, dass die Leute am Spiel kommen. Wir freuen uns auf das Doppelspiel und zwar tragen wir das aus am 17.04. nach dem Herrenmatch FCZ gegen Aarau. Wir werden gegen die Frauen aus Thun spielen. Unsere Anspielzeit ist ca. 20 Uhr und ja, wir sind alle jedes Mal wieder voller Freude und auch die gegnerische Mannschaft, die haben einen riesen Spaß daran, einfach mal in so einem Stadion zu spielen. Gemischte Gefühle, die man hat. Einerseits eben die Nervosität, die sehr gross ist, vor allem von diesen Leuten, weil man es halt auch rechtfertigen will, halt diesen Sport, Frauenfußball. Und ja, aber natürlich, wenn man dann im Spiel ist und dann das ganze Adrenalin also reinkommt, wenn man merkt, es läuft, dann die Nervosität ist dann verflogen. Es ist ein attraktiver Sport, es ist anders als im Männerfußball. Das ist klar, es ist nicht vergleichbar. Aber ja, ich denke, man kann Tennis ja auch nicht vergleichen mit den Männern. Es ist ein bisschen langsamer, aber ich denke, technisch haben wir genau gleich viel, also können wir es genau gleich gut wie die Männer. Fast gleich gut. Aber ich denke, es ist attraktiv und man soll es unbedingt mal sehen, um das zu verstehen, was der Frauenfußball ausmacht. Der letzte Grund also ganz in der Hand vom FCZ. Zuerst mit der ersten Mannschaft gegen Aarau und nachher anschliessend mit der FCZ Frauen gegen Thun. Das heisst, einfach mal sitzen bleiben. Casino Baden. Baden im Glück.